Tüda. Hallo, hallo Freunde, winziger Telefone. Heute schließe ich mit dem Alcatel Pixi 4-4 meine Serie ab. Die Serie der winzigen Telefone, so zwischen 4 und 4,5 Zoll. Denn ich habe gemerkt, dass es da durchaus eine Interessensgruppe gibt. Und da ich sonst nur Geräte um die 5 bis 5,5 Zoll vorstelle, naja, dachte ich mir mal diesen kleinen Schwenk in den Bereich der Winzlinge. Ja, das ZTE Blade L110 hatte ich, das Vico Sunny, das habe ich sogar noch da. Putsch! Ja. Sieht fast genauso aus, nur ein dreckig. Und ja, natürlich das iCatel Pixi 4-4 und dann auch das Blackview A5. Und zum Schluss sage ich euch dann, wer gewonnen hat. Okay. Nun erstmal die wirtschaftlichen und technischen Daten zu dem iCatel Pixi 4-4. Das Gerät, das könnt ihr so in den bekannten Online-Stores, also Amazon und eBay, käuflich erwerben. Kostet euch ungefähr 60 Euro, aber auch größere Elektronikmärkte führen das Teil. Bei iCatel ist ja keine wirklich unbekannte Marke. Ne? Also kennt man ja noch von früher. Und ja, daher eine recht gute Verfügbarkeit. So, was kriegen wir? Wir bekommen ein MediaTek 6580M. Der wird dann unterstützt von einem Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz pro Kern. Wir haben 4 GB Festspeicher, der natürlich erweiterbar ist. 512 MB Arbeitsspeicher. Das Display hat eine Diagonale von 4 Zoll, das hätten wir uns ja schon fast gedacht. Und löst mit 480 x 800 Pixeln auf, ist TFT. Die Hauptkamera hat 3 Megapixel, die Frontkamera dann 1,3 Megapixel, ist jetzt nicht so der Knaller. Der Akku, der misst 1500 mAh, wir haben Bluetooth, Wi-Fi und GPS, dürfte ja klar sein. Das geht dann 9,7 mm stark, ja, Touch. Und wiegt 110 Gramm, das ist ziemlich wenig, aber dafür ist es ziemlich dick. Ja. Dick muss halt nicht schwer sein. Okay, schlechter Witz. So, wollen wir uns das Ding mal so ein bisschen noch aus der Nähe anschauen. Ja, ein bisschen ranzoomen. Läuft. Ein bisschen ranzoomen. Und scharf stellen. So. Das ist schon fast Blindenschrift hier unten. Ja, die kapazitiven Tasten, die sind im Übrigen unbeleuchtet. Ja, also Menü, zurück und der Menübutton. Ja, an der Seite dann etwas... Naja, außergewöhnlich die Anordnung. Der Power-On-Taster und die Lautstärke-Wippe, aber diesmal der Power-On-Taster über der Lautstärke-Wippe. Und dann ist es bei anderen Geräten wieder andersrum. Und ach, diese Umgewöhnung. Wir haben oben den Klinkenanschluss. Auf der linken Seite haben wir gar nichts. Und ein Micro-USB, wie wir es gewohnt sind. Rückseitig die Kamera mit einem recht hellen Blitzlicht, alias LED-Flash. Drunter, das sieht man ja nur so ein bisschen, wenn ich Schatten drüber werfe, das eingravierte iCatel-Logo. Und hier unten mal kein Gekrösel. Wo ist eigentlich der Lautsprecher? Gute Frage, ist mir gar nicht aufgefallen. Also der hat einen. ist wahrscheinlich einfach nur unter dem Gehäuse. Also das heißt kein Lautsprechergrill. Ist ja eigenartig. Naja. Werden wir nachher nochmal anschmeißen. Werden wir ja sehen. Aber laut genug ist also, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das Display, ja, das zieht wieder mal Fingerabdrücke praktisch magisch an. Sieht man, das habe ich erst geschrubbt und jetzt sieht es schon wieder aus wie Scheiße. Naja, wartet mal ab bis zum Ende des Reviews, dann sieht man wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn man es anknipst. Okay, knipst man es mal an. Putsch. Wir haben übrigens auch einen Front-LED-Flash. Ja. Eher außergewöhnlich. Und passt mal auf, ja, wenn ich das jetzt hier mal anknipper. Zappt. Ein LED. Die zeigt uns da nicht nur an, ob das Gerät geladen wird, sondern auch, ob wir Benachrichtigungen als Ungelesene natürlich haben. Ja. Sehr, sehr praktisch. Das ist aber echt nur eine ganz kleine Funzel. Das ist eigentlich nur ein kleiner weißer Punkt. Pass auf. Nee, tutsch, jetzt wieder aus. Naja. Nachrichtigungs-LED ist auf jeden Fall immer nice to have. So, also das Display. Die Auflösung ist ja eigentlich jetzt rein optisch soweit okay. Ach man. Auf die Größe. Aber wir sehen schon, es ist nicht blickwinkelstabil. Ja. Seht ihr das Bild, das verschwindet sofort. Mal ein bisschen die Helligkeit hochwälzen. Ja, ist ganz unten. Tutsch. Aber egal, welche Helligkeit wir hier haben, das ist einfach nur grausig. Ja. So, wenn wir es links und rechts kippen, ja, da verändert sich eigentlich nicht viel. Ja, wunderbar. Aber oben unten ist es ja schon ziemlich grausig. Nicht blickwinkelstabil. Wie gesagt, jetzt so rein von der Auflösung ist es schon okay.
Es hat ein ziemlich kleines Display, aber dass wieder meine Blickwinkel stabil ist, das habe ich bei den ZTE gehabt, das bei den Vico und bei den hier auch. Und jetzt teste ich das Arcos 50e, glaube ich, wie es heißt, und ist auch kein blickwinkelstabiles Display. Also jedes bekackte Billig-China-Smartphone hat ein IPS-Display, ja, und die kriegen das hier nicht hin. Für 60 Euro erwarte ich das hier eigentlich. Naja. Also Display kriegt hier eine 3 und das ist schon gut gemeint. Okay. Was ich jetzt nicht erwähnt hatte, war, ja, gehört ja auch zu den technischen Daten, wir haben Android 6.0. Wurde am Anfang auch gleich ein Patch angeboten, das heißt, Alcatel pflegt das Gerät, das ist sehr löblich. Allerdings ist der, also ein Patch, ein Update, ja, ist aber beim Updaten auch sofort fehlgeschlagen, fand ich natürlich dann ein bisschen unlustig, aber beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Also, naja. Ja, Android 6.0 Marshmallow, wie erwähnt, und hier Systemaktualisierung und Systemaktualisierung Speicher. Hier könnte man jetzt ja, halt von der SD-Karte uns ein Update ziehen, wenn wir eins aus dem Internet geladen hätten. Und das hier ist halt das bekannte OTA. Ne? Kann man dann einfach prüfen. Hier unten steht auch die Versionsnummer. Ja, dauert jetzt. Ist auch egal. Alcatel hat hier ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen an der Optik rumgespielt. Ja, also man das hier gerade im App-Drawer dann sehen, dass hier oben ist die Suchleiste und das ist hier alphabetisch sortiert und hier noch so eine Leiste, wo die letzten geöffneten Apps sozusagen angezeigt werden. Ja, und der Rest ist halt alphabetisch. Ist okay. Ansonsten ist, glaube ich, hier auf den Menü-Button haben wir außerdem dann noch den Taskmanager, wo wir dann hier mit den kleinen Besen auch alle Programme mit Einschlag beenden können. Das ist absolut notwendig, denn bei halbem Gigabyte Arbeitsspeicher ist natürlich dann hier die Kapazitäten schnell erschöpft und dann fängt alles dann ganz, ganz schwer an zu ruckeln. Ja, gerade wenn man Apps dann startet, das ist dann einfach nur noch ein Trauerspiel, 512 MB, ja, brauche ich keinen zu sagen, das ist ziemlich knapp kalkuliert, genauso die 4 GB Festspeicher. Ich wollte euch eigentlich Need for Speed Underground zeigen, weil ich das in der Regel immer zeige, aber der Speicher ist viel zu klein, um das zu installieren, denn nach Abzug von Android bleiben rund 2,2 GB übrig und das ist nun wirklich ein bisschen eng. Gut, ja, kann man sich noch eine SD-Karte reinballern, davon abgesehen. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch den Speicher zusammenmergen kann, auch vermutlich schon. Das schwächt das Ganze schon ein bisschen ab. Rein von der Performance, ja, wir hatten es ja gerade schon erwähnt, die 512 Megabyte Arbeitsspeicher, die sind relativ schnell voll, gerade wenn man wie ich doch eine ganze Reihe von Apps verwendet oder ein größeres Spiel mal starten möchte. Die andere Sache ist die, obwohl wir einen 6580 von MediaTek drin haben, der für seine ausreichende Leistung ja eigentlich bekannt ist, hat es Alcatel geschafft auf, na komm, lad schon. Komm. Reagiert der nur auf meine Faust? Ohne Scheiß. 18.000 Punkte oder 17.898 Punkte und das ist für die Ausstattung echt ein bisschen mager. Ja, müsste eigentlich mit den Eckdaten trotzdem auf 20k kommen, aber trotzdem hier nur die 18.000 und das merkt man dann auch im System, wenn man das Gerät jetzt im Alltag so in Verwendung hat. Wir reden jetzt hier erstmal nur von Android. Klar, wenn das jetzt der Taskmanager soweit bereinigt ist, dann geht das schon. Aber wenn man ein paar Apps offen hat, dann wird es ruckelig und es fängt an zu laggen. Und wenn man dann etwas größere Apps wie zum Beispiel hier meinen Bautbrowser verwenden möchte, dann wird es dann richtig schlimm. Da müssen wir dann mal mit starken Verzögerungen warten, wenn wir zum Beispiel die Tastatur einklappen wollen. Oh, sehr gut, das Gerät hat es jetzt sogar demonstriert. Manchmal ist es ja so, ich rede von schlechter Performance und zeige es vor der Kamera und plötzlich strengt sich das Teil an und alles läuft flüssig. Na klar. Da wird man richtig glaubwürdig. Also die Nutzung im Alltag, das entspricht auch schon den Antutu-Punkten. Ich sage ja immer so, ab 22.000 Punkte läuft alles flüssig. Da kommt auch mal ein gutes Spiel spielen. Aber hier mit den 18, das ist wirklich keine Leistung, die Alcatel hier abliefert. Das heißt, ruckelfrei, leckfrei kann man das Gerät im Alltag nicht verwenden. Das ist schon ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend. Nicht so krass wie bei den Timmy M20, das war ja schon praktisch nicht mehr zu gebrauchen, aber für jemanden, der mit dem Gerät hier ein bisschen anständig arbeiten oder spielen will, ist das dann nicht. So. Das ist ein bisschen Enttäuschung. Ein bisschen so. Ein bisschen. Okay, da gucken wir uns mal kurz in der Galerie ein paar Fotos an. Irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das Handy halten soll, damit hier alles nicht scheiße aussieht. Ich glaube, ich mache die Helligkeit wieder ein bisschen runter. Ein bisschen mehr Kontraste haben hier. Es sieht exakt genauso aus. Okay. Ja, wir sehen, dass die Galerie auch ein bisschen abgeändert wurde. Ja, das haben wir jetzt hier. Momente, okay, was immer das jetzt zu bedeuten hat. Und dann hier Alben,
schön nochmal das unterteilt. Also die Software, die hat Alcatel schon ein bisschen aufgeschmückt hier. Ich finde, dass viele Funktionen noch ein bisschen bequemer oder übersichtlicher gestaltet wurden. Also gerade an der Übersicht. Ja. Eine Kipp-Performance. Ja. Manchmal brauchen die Geräte ja ewig, um das Bild zu kippen. Das geht ja allerdings relativ flott. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, nur auf ein scheiß Display Fotos angucken. Naja. Also das hat auf jeden Fall einen Blaustich. Ja. Das hat jetzt nicht mit dem Handy zu tun. Das war die Kamera, hat den Weißabgleich nicht hingekriegt. So, das hier sieht ganz vernünftig aus. Ich werde aber dann das Ganze nochmal auf meinen Computer laden und hinten dann dranhängen, damit ihr euch da ein Bild von machen könnt. Aber man sieht schon, wenn man ein bisschen reinzoomt, ja, sofort Detailschwächen. Und aber vom Feinsten, wie unscharf das hier sofort wird. Und dann auch hier der Himmel, der ist ja komplett überblendet. Da sieht man eigentlich einen Scheiß. Außerdem werden auch sofort Details überblendet. Also, naja. Auch hier wieder Weißabgleich. Fail. Totaler Blaustich. Viel zu hell. Video. Das war so eine Streunerkatze vom Supermarkt. Die war so Party. Die Tonaufnahme ist ganz gut. Videos sind ja zumindest druckelfrei. Ja. Passt auf, wo die Katze vorher gechillt hat. Das war auch zu hart. Und es hat die nicht gestört, gefilmt zu werden. Also das war echt der Knaller, die Katze. Ah, Kater. Also, ja, für Schnappschüsse und eben mal schnell was gefilmt, reicht's auch hier. Ja. Jetzt das Bild ist wiederum viel zu warm geworden von den Farben her. Und wir müssen das mal vorher angucken. Ein bisschen Detail, total verwurstelt. Also es ist im besten Fall ist das eine Schnappschusskamera. Ja, Lowlight Performance habe ich ja auch mal gemacht. Also das war morgens gewesen und da kennt man dann noch nicht mehr so viel. Schuhe. Ich muss auch zugeben, das Blitzlicht, das ist, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, das ist ziemlich stark, wirklich. Ich habe es mal verglichen jetzt mit den Arkos. Und das Arkos ist eigentlich ein richtiger Brummer. Dann denkt man, kleines Telefon, schlechtes Blitzlicht, von wegen. Das hat ein richtig, richtig starkes Licht und das Arkos ist dagegen eine kleine Funzel. Okay. Kamera. Ihr wisst, ich mache das, die Bewertung richtet sich immer nach dem Preis. Ja. Also kriegt die Kamera auch bloß eine 3. Das ist auch kein Performance hier von Alcatel. Alcatel bringt uns hier auch noch ein paar bisschen Bloatware mit, ne? Ja, irgendwelches Zeugs kann man sich runterladen. Featured App, ja, ich meine, dafür gibt es einen Play Store, da ist der ganze Kram auch drin. Weil hier nochmal Apps, keine Ahnung, was das ist. Ach, Apps möchte anrufen. Oh nee, verweigern es ja hier. Und das möchte Apps. Apps müssen irgendeinen anderen Scheiß, machen wir nicht. Ach, jetzt funktioniert nicht, wenn ich die Berechtigung nicht erteile. Ja, wunderbar. Also er hat auch ein bisschen Bloatware hier drauf gepackt, aber ich habe eigentlich nichts wirklich Nutzvolles gefunden. Instagram. Ja. Hotspot ist hier nochmal als Icon verfügbar. Okay, mehr als 50 Grad des Spieler. Also ihr seht, Bloatware ist hier durchaus drauf. Aber die Programme sind jetzt nicht so groß, also das ist unbedingt stören. Schmeiß noch mal Sonic an und wollen wir mal schauen, ob das Spiel hier flüssig wiedergeben. Ich wollte eigentlich Need for Speed haben, wie gesagt, aber ist der Speicher zu klein und naja. Ich denke mal, so unbedingt als Gaming-Machine wird sich das Ding ja eh keiner kaufen. Ich glaube, der offensichtlichste Vorteil vom kleinen Telefon ist halt, dass es klein ist. Und dann haben wir den Lautsprecher, wie gesagt, der ist recht kräftig. Hör mal. Der Lautsprecher, der ist hier irgendwo in dem Bereich. Ja, ja, total.
Also wenn ich mein Ulti zünde, dann hat es kurz geruckelt, ja. So, gehen wir mal zurück auf den Desktop. So, gehen wir in den Task Manager, gehen wir zurück, mal ein bisschen Multitasking zeigen, die Multitasking Performance. Oh, startet neu, okay. Naja, das ist das für kein reales Multitasking hier, das ist doch behindert. Okay, soll es jetzt auch mal gewesen sein hier. Also man kann die kleineren Spiele kaum schon spielen, solange man noch genug Speicher hat. Putsch, putsch. Okay, also das passt schon, ja. Von der Optik ist es dann auch okay. Was auch ein bisschen auffällt, ne, dass das Display ist nicht gerade das farbenfrohste, könnte ein bisschen farbintensiver sein. Es ist ein bisschen verwaschen, die Farben, ein bisschen farblos halt, ne? So, was ich vorhin ein bisschen vergessen hatte, ist euch auch nochmal zu sagen, euch mitzuteilen, dass zumindest der Touchscreen von der Performance her ganz okay ist. Das heißt, ihr könnt hier ganz vernünftig Texte schreiben. Ja, also die Reaktion vom Touchscreen ist ganz vernünftig. Auch wenn man schneller tippt, dann kommt es hier nicht ständig zu Fehlern. Das Problem ist nur, wenn man, wie ich zum Beispiel, SwiftKey verwendet, was ja in Echtzeit dann hier auf ein Wörterbuch zugreift, dann kann es mal zu Lags kommen. Das liegt dann aber an der Performance, nicht an der Tastatur oder nicht am Touchscreen. Was aber trotzdem ziemlich störend ist. So, wenn wir uns dann das WLAN mal anschauen wollen, nutzen wir speedtest.net oder auch Ookla genannt. Macht jetzt eine Positionsbestimmung und hat es schon gemacht, damit das Programm den besten Server nehmen kann, aussuchen kann, der sozusagen in der Nähe steht, nicht in Hongkong. Und das ist erst den Ping, ja, 9 Millisekunden, das ist voll okay. Dann den Downstream und dann den Upstream. Also wie schnell er runterlädt, wie schnell er hochlädt. Natürlich gibt es immer eine Begrenzung durch die Leitung, zumindest beim Upload, beim Download nicht. Da haben wir 20 Megabit und das ist voll okay. Kann man hier eine 2 geben, also ein recht starkes WLAN-Modul drin. Sogar vollen Empfang, obwohl der Router doch eine ganze Ecke weit weg steht. Okay, das ist schon okay, passt. So. Beim GPS kommen wir dann auf ähnlich gute Ergebnisse. Habe ich euch hier einen Screenshot gemacht von GPS-Test. Ja, im Freien natürlich. Aber eine Genauigkeit von 10 Fuß, das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Fix haben wir in ein paar Sekunden hinbekommen, also sehr schnell. Also, was will man mehr? Hohe Genauigkeit und schnelle Positionierung. GPS kann man hier eine 1 geben. Irgendwie, ne, das war bei den ZTE auch so, also teilweise echt starke Schwächen, aber dann tolles WLAN und tolles GPS. Ja, bringt ihnen aber auch nichts, wenn der Rest dann hinterherhinkt. Also, im Großen und Ganzen kommen wir mal noch zur Akkuleistung. 1500 mAh und klingt jetzt nicht besonders viel, aber wir haben ein kleines Telefon mit einem kleinen Display, ja, und damit kommt man schon über den Tag. Der Knaller ist es nicht, aber es ist okay, um jetzt über den Tag zu kommen. Ich denke mal, dass jetzt diese Heavy-User sich nicht unbedingt ein solches Gerät kaufen. Ja. Wer jetzt den ganzen Tag zockt oder sowas, tut es bestimmt nicht auf so einen kleinen Krepel. Mal YouTube-Video angucken und sowas, das können wir den Teil schon machen. Aber, naja, eine große Freude ist es nicht im Alltag. Und wenn man das jetzt so vergleichen möchte mit dem ZTE Blade L110 und mit dem Vico Sunny, ich könnte mich kaum entscheiden. Also okay, ich denke mal, das ist so gleich auf mit dem Vico Sunny, das ZTE Blade L110. Macht auf jeden Fall einen letzten, weil das ging ja mal überhaupt nicht klar, das Teil. Und ja, die können sich dann einen dritten Teil, einen zweiten. Und das Blackview A5. Das ist in dem Preisbereich, beziehungsweise in der Größe, das hat er 4,5 Zoll zwar gehabt und ist damit einen halben Zoll größer als das Vico Sunny. Das ist übrigens auch ein ganz schöner Prügel, ja. Auch 4 Zoll, das Vico Sunny. Trotzdem
trotzdem ein ziemlich großes Gehäuse. Also sie haben alle so, also hat mich echt kein Telefon wirklich überzeugt, außer halt das Blackview. Das Blackview war das kompakteste gewesen, weil es nämlich einfach ein sehr kleines Gehäuse hat und damit mit 4,5 Zoll eigentlich sogar, ich glaube, kleiner als das Vico Sunny, weil es hat sich im Großen und Ganzen nicht viel genommen, jetzt zu den 4 Zollern. Ja, also ein größeres Display, höher auflösend, IPS, ja, sieht fantastisch aus und auch von der Leistung her, glaube ich, auch 24.000 Punkte gehabt und war von allen 4 Geräten auch noch das günstigste gewesen. Also wenn ihr jetzt ein kleines Telefon für euch selbst oder für Nachwuchs oder Freundin sucht, dann kann ich euch nur das Blackview A5 nahelegen. Das hat mir wirklich am meisten Spaß gemacht. Aber das Alcatel, das Vico und das Blade, das sind eigentlich alles nur Gehhilfen. Und ich bin froh, dass ich damit jetzt durch bin. Ja, zumal ja auch hier 60 Euro und das Vico Sunny und das Blade L110, die sind ja auch relativ teuer auch noch gewesen, ja, für 60, 70 Euro. Da kriege ich schon ganz, ganz, ganz andere Geräte ran. Die sind dann natürlich dann halt größer, aber haben ganz andere Leistung und Performance da. Ah, das Display, ja, habe ich doch gesagt, ne? Man sieht jetzt kaum noch was. Verschmiert hoch 8. Also meine Kaufempfehlung kann ich für den kleinen Krepel hier nicht geben, zumal eben die Alternativen durchaus gegeben sind. Natürlich aus China, wer hätte das gedacht. China-Geräte haben einfach fantastische Preis-Leistungs-Angebote. So, ne? Okay. Gut, als nächstes ist dann das Arcos dran, ja, was auch hier durch ein fantastisches blickwinkelstabiles Display überzeugt. Und wenn ich dann mit den ganzen Krepeln durch bin, dann endlich das HomeTom HT 17 Pro. Darauf freue ich mich schon. Das wird Spaß machen, denke ich mal. Das wird mich hoffentlich nicht enttäuschen. Nun gut, wenn euch das kleine Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert vielleicht sogar meinen Kanal. Lasst euch überzeugen von der Magie Chinas. Also ja, zumindest was Technik angeht, nicht so Politik oder Löhne. Okay. Bloß nicht deprimierende Themen anfangen, fang wieder an zu weinen. Bis dahin. Ciao.